Einen wunderschönen guten Tag und ein recht herzliches Willkommen zur, im wahrsten Sinne des Wortes, finalen Ausgabe von Tobis WM-Vlog zur FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Und wir stehen im Finale, wer hätte es gedacht? So, wen haben wir in dieser finalträchtigen, Part denn mit dabei? Wie immer eigentlich den Marvin. Hallo. Und natürlich darf auch unser Lieblingsspasti Adrian nicht fehlen. Hallo. Jawohl! So, vielleicht mal eben ganz kurz ein paar Worte zu den Halbfinals. Deutschland schlachtet Brasilien mit 7-1. Unsere Tipps waren, glaube ich, 2-1 und 3-1. Und Argentinien gewinnt im Elfmeterschießen 4-2 gegen die Niederlande. Jetzt mal eben ganz kurz zu euren Reaktionen auf das 7-1 gegen Brasilien. Ja, habt ihr euch wirklich durchweg gefreut? Oder, weil bei mir war es so, der ein oder andere hat es vielleicht auf Facebook gelesen, zwischendurch war ich extrem perplex, weil ich nicht glauben konnte, was da abgeht. Also ich fand es dann irgendwann nicht mehr schön, ey, ganz ehrlich. Boah, sowas. Ich weiß aber nicht, die Deutschen haben, fand ich, extrem gut gespielt. Die haben sich da die Bälle zugeschoben, das war ja nicht normal. Also, und Brasilien war dann. Brasilien war dann komplett verstört. Ich glaube, seit erst 20 Minuten und dann waren die quasi hirntot quasi. Ja. Die ersten 10 Minuten waren ja gar nicht so schlecht, dann aber das 1-0. Ja. 10 Minuten später das 2-0 und dann auf einmal 3-0. Oder dann 4-0? Oder 5-0? Aber Deutschland hat in 3 Minuten dreimal so viele Tore geschossen wie England im ganzen Turnier. Ja, gut, aber wenn ich dann wieder sehe, was sie drauf haben, wie nach der Halbzeit. Ja, also, da waren sie dann im. Ich verstehe es halt nicht so richtig, wie dann sowas sein kann. Tja, die waren dann irgendwie anders drauf. Okay, und doch irgendwas zur Niederlande. Meiner Meinung nach ist das so eine kleine Überraschung, denn ich hätte echt gedacht, die Niederlande kann Argentinien hier besiegen. Ja. Aber Robben und Co. Totalausfall. Ich weiß nicht, ihr habt das Spiel ja nicht zu Ende geguckt. Doch, Marvin hat es geguckt, aber nur so nebenbei. Das war 120 Minuten Totalausfall. Fehlpässe ohne Ende. Beide eine Passquote von, ich glaube, 65%. Das ist unterer Durchschnitt. Und wirklich, ein Robben konnte nichts machen. Ein Messi konnte nichts machen. 120 Minuten pure Langeweile. Bis dann das Elfmeterschießen kam, das war dann ein wunderschönes Drama quasi. Argentinien hält 2 Elfmeter, die Niederlande hat die gar nicht so schlecht geschossen, der Torwart war nur ziemlich gut. Und Argentinien, ja, die erweisen sich als sichere Elfmeterschützen und ziehen damit ins Finale ein. So, und dann würde ich sagen, kommen wir doch, bevor wir aufs Finale kommen, nochmal eben ganz kurz auf das Spiel um Platz 3. Was für mich jetzt extrem interessant ist, weil ich null Ahnung habe, wer gewinnt. Brasilien gegen die Niederlande. Also ich würde da denken, dass Niederlande 2-0 gewinnen wird, weil ich denke, Brasilien steht zu sehr unter Druck jetzt. Nee. Also ich muss eigentlich auch sagen, dass jetzt ist Brasilien unter dem Druck einmal komplett zusammengefallen. Hm. Und jetzt, der Druck ist nicht geringer geworden. Die müssen mindestens Platz 3 holen. Das ist nach dem Weltmeistertitel die Mindestanforderung, wenn sie schon nicht ins Finale kommen. Und jetzt überleg einfach, die Niederlande spielt so wie Deutschland in den ersten Minuten und überrennt die und es steht nach 10 Minuten 3-0. Dann stürzt Brasilien nochmal so in sich zusammen. Also ich würde auch meinen, dass Brasilien wahrscheinlich mit dem Druck nicht klarkommt. Und ja, Thiago Silva dürfte wieder dabei sein. Das dürfte die Abwehr vielleicht wieder etwas zusammenhalten. Was aber nicht an der Tatsache ändert, dass ohne Neymar nun mal leider vorne nichts läuft. Trotzdem, das Team hat eigentlich die Qualität, aber Felipe Scolari hat meiner Meinung nach im Mittelfeld an den falschen Leuten festgehalten. Also, ich weiß nicht, da kann ich ihn nicht ganz verstehen. Ich tippe auch auf einen Sieg für die Niederlande, ich weiß aber gerade nicht, wie hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein 3-2 für die Niederlande wird. Ich sag ein 2-1 für Brasilien. Ich glaube, die haben jetzt richtig schön Eilauf vom Trainer bekommen und lassen sich das jetzt nicht nehmen. Trainer hat ja übrigens schon quasi seinen Rücktritt angekündigt. Ja. Also nach der WM ist für ihn Schluss. Okay. So, und dann, also Joker kann ich ja nicht mehr setzen.
Hat von Adrian, du hast ja deinen Joker wo gesetzt? Bei Deutschland, Brasilien. Okay, und Marvin setzt seinen jetzt hier im Finale, ne? Jupp. Okay. Ja, Deutschland gegen Argentinien. Seit 24 Jahren waren wir nicht mehr so nah an diesem Titel dran. Und ganz ehrlich, ich glaube, Deutschland lässt sich das jetzt auch nicht mehr nehmen. Die Argentinier sind völlig ausgepumpt, haben eine übers ganze Turnier keine einzige überzeugende Leistung geliefert. Wir haben das jetzt in jedem Vlog schon mal angesprochen, dass die sich immer gerade so durchgegurkt haben. Und irgendwie waren dann alles in allem die Deutschen doch überzeugender. Muss man ganz, ganz klar so sagen. Messi ist am Ende, also konditionell, du hast gemerkt, dass der nach 70 Minuten nicht mehr wirklich konnte. Dann hat Argentinien jetzt schon zweimal Verlängerung spielen müssen. Wenn ich mich hier recht entsinne. Und gegen die Schweiz haben sie auch nur gerade so 1-0 gewonnen. Na gut, ich bin mir da nicht so sicher, weil Deutschland gegen Argentinien, das ist immer so ein Spiel. Also ich kann gleich vorwegnehmen, ich tippe 3-1 Deutschland. Ja, das habe ich hier auch schon stehen. Aber ich tippe 2-0 Deutschland. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch ins Elfmeterschießen geht. Das wäre... Nee. Ja, dann haben wir aber Neuer. Ja, dann haben wir Neuer. Gut, das wäre eigentlich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir mehr als ein Tor kriegen. Glaube ich nicht. Nee. Wenn wir überhaupt eins kriegen. Weil der Neuer ist so phänomenal. Also ist für mich aktuell mit Abstand, mit ganz großem Abstand der Topspieler dieser WM. Ohne Wenn und Aber. Es gibt keinen, der das für mich toppt. Keinen einzigen. Und wirklich mit einer Kontinuität, das ist überragend. Also fehlen einem echt die Worte. So, okay, dann tippt Speicher. So, und dann gucken wir mal eben ganz kurz auf den Gesamtstand. Marvin hat Brasilien. Ihr wollt mich nur wieder demütigen. Marvin hat ja Brasilien als Sieger getippt. Im Spiel um Platz 3. Da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Da entscheidet sich dann, wie es läuft. Wer hier Erster wird. Aktuell ich noch mit 2 Punkten vorne, aber Marvin hat ja noch einen Joker offen. Und man stelle sich vor, Deutschland gewinnt tatsächlich 2-1 und Marvin kriegt 8 Punkte. Dann ist das Ding 2-0. Durch. Hast du 2-0 getippt? Mhm. Echt? Ich dachte 2-1. Ja, okay, dann halt 2-0. Das war Brasilien. Achso, okay. Und dann, ich weiß nicht, Adrian ist ein bisschen abgeschlagen. Und naja, gut. Na gut, und dann müssen wir nochmal darauf achten, was hier bei den Bonusfragen. Die Bonusfragen, ich habe nachgeguckt, die sind eingerechnet. Nein, die sind nicht eingerechnet. Hier stehen die Bonuspunkte. Die Bonuspunkte, die symbolisieren die Joker. Hier gibt es einmal Punkte Bonus, das sind Joker. Und es gibt Punktephase. Ja, so. Und bei den Bonusfragen. Die sind ganz, ganz vorne. Da stehen die auch schon. Wenn du mal bei Spieltagauswahl die ganze Zeit auf den Pfeil nach links drückst, kommst du irgendwann auf Bonusfragen. Spieltagsauswahl? Bonusfragen. Genau. Ich hab 35. Ja, genau. Ich hab 30. Ich hab 25. Aber insgesamt sind die mit drin. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sind wir noch nicht. Denkst du? Ich glaube noch nicht, nein, weil... Sind wir noch nicht. Du musst ja sehen, wie viele Spiele das waren im Jahr. Ah, stimmt, okay, ja gut, natürlich, es gibt auch Bonusfragen hier von wegen, wer wird Torschützenkönig, okay. Ja gut, dann hat sich das erledigt, dann gewinnt Marvin. Gut, dann hätte sich das ja tatsächlich geklärt, weil dann hat Marvin da 10 Punkte mehr. Da kann ich nichts gegen ausrichten. Okay, also wäre ich doch Zweiter. Adrian überholt mich hoffentlich nicht. Ich genieße hier noch so ein bisschen, das Ganze auf Platz 1, bevor mich Marvin dann vom Thron stoßen wird. Und dann, ja, würde ich sagen, ist das erstmal die letzte Ausgabe vom WM-Vlog gewesen. Ich werde höchstwahrscheinlich nach der WM nochmal ein kleines Fazitvideo zur WM machen. Weiß ich nicht, ob Adrian oder Marvin da dabei sind. Habe ich mir noch nicht so Kopf drüber gemacht. Gucken wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ich überlege, ob ich vielleicht zur Bundesliga-Saison 14-15 noch hier so jedes Wochenende dann so ein Vlog oder Blog machen möchte. Muss ich mal gucken. Ich hätte eigentlich prinzipiell Bock drauf. Mal gucken, ob Adrian und Marvin da dabei sind. Ich weiß nicht. Wäre das was für euch oder nicht so? Finde ich ganz cool eigentlich. Okay. Aber dann mit Einsatz. Auch, ja, mit Einsatz. Ja, damit es um was geht. Okay. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr hier die ganze Zeit immer
dabei wart. Marvin ist ja einmal ausgefallen, weil er in Frankreich war. Hallo. Aber ganz schön dort. Und ja, danke für alle Zuschauer, die hier von Anfang an mit dabei waren. Hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen. Und in dem Sinne melde ich mich ab, übergebe das Schlusswort an meine Gäste und sag auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.